Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner ist der Mark Hagenbeck und ich bin der Sashi. Hallo. Und wir haben heute den 7. Januar. Am 7. Januar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das möchte gerne der Mark erzählen. Ne? Ja, 7. Januar 1964, da hat Nicolas Cage Geburtstag. Nein, kenn ich sogar. Nicolas Cage. Den kennt er sogar. Ja, den kenne ich sogar. Der hat, was hat denn der für tolle Filme gemacht? Ah, unter anderem Mondsüchtig, Wild at Heart, Leaving Las Vegas, The Rock, Stadt der Engel, Adaption und so weiter und so fort. Stadt der Engel war und ein Remake. Und hat er nicht auch hier nicht im Körper des Feindes? Im Körper des Feindes war hat er auch Körper gemacht. Des Feindes auch? Ja, genau. Also genau. Alle Filme außer, was war das zweite nochmal? Leaving Las Vegas. Also alle, die du jetzt gerade genannt hast, Rotz, finde ich. Der hat noch irgendwas mit Tempeljäger gemacht, so Indiana Jones mäßig, glaube ich. Ja. Das ist auch Rotz. Doch, das fand ich ganz gut. Ach, Käse. Ach, doch, doch. Nicolas Cage, Wild at Heart, glaube ich, war ganz okay. Und dieses Leaving Las Vegas, ansonsten alles Käse. Und hier, was ich blöd fand, war dieses, wo er da hier, Ghost Rider. Ghost Rider? Ja, furchtbar. Furchtbar. Wo er da hier das brennende Skelett auf dem Motorrad ist, weil er doch hier einen Deal mit dem Teufel hat oder so. Bravo, Nicolas. Ja, egal, Nicolas. Herzlichen Glückwunsch, du hast Geburtstag. Man muss sehen, wie die Pinunsen reinkommen, ist doch egal. Ja, genau. Ist doch wurscht. Deswegen sitze ich auch hier. Ja, ja, genau. 7. Januar ist auch Nationalfeiertag in Kambodscha. Unsere Fans sitzen natürlich auch in Kambodscha. Die gucken jetzt gerade Shoki Banoki und wir sagen, schönen Feiertag in Kambodscha. Das war aber jetzt asiatisch. Nein, das war kambodschanisch. Kambodschanisch? Mhm. Wo ist denn Kambodscha eigentlich? In Asien. Ist es in Asien? Keine Ahnung. Oder ist es Afrika? Nein! Nein, es ist Südostasien. Südostasien ist Kambodscha? Ach, das sind doch Asiaten, also richtige, sind richtige Asiaten. Also nicht keine russischen Asiaten oder türkische Asiaten, sondern Asiaten. Asiatische Asiaten. Ja, okay. Wenn ihr das wisst, wo Kambodscha genau liegt, schreibt es mal unten rein. Ja? Macht mal, schreibt es mal in die Kommentare. Vietnam da die Ecke? Ja. Genau. Ah, okay, alles klar. Dann bin ich wieder im Boot. Ja, was war noch am 7. Januar? Am 7. Januar 1979 wurde in der Schweiz, das Frauenwahlrecht eingeführt. Na, herzlichen Glückwunsch. Da kann man ruhig mal klatschen. Ja, Schweiz. Ja. Wurde Frage ist, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ja. Also, und warum hält es immer noch an? Ja, 7. Januar war das heute Morgen. War noch ein Witz. Ja. Morgen ist der 8. Januar und da sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.